Jetzt kommt der Daniel Stinson, ist sein, sage ich mal, Nickname, sein Name, den er auf dem Kanal benutzt, den er betreibt, 420 Berlin. Cannabis-Aktivist mit Fokus auf Berlin und Daniel Brückner. Jo, 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 Hanfparade, was geht? Sei mal laut! Ey, es ist so geil, euch hier zu sehen und heute hier zu stehen und irgendwie mal endlich wieder rauszukommen. 2 Jahre ist es her, dass wir die letzte Hanfige Veranstaltung hatten, dass wir uns hier alle gesehen haben. Und irgendwie fühlt sich das Ganze so an, als hätten wir hier ein Klassentreffen, wo wir uns nach der ganzen Zeit mal wiedersehen, uns mal wieder so gut es geht in die Arme schließen können und einfach heute einen richtig geilen Tag zusammen haben. Applaus für euch, die alle heute hier sind. Ja, ich habe hier was mitgebracht. Eine kleine Tüte, die ich jetzt mal anzünden werde. Und ihr werdet euch denken, warum zündet der Typ jetzt gleich hier eine Tüte auf der Bühne an? Aber ich kann euch sagen, ich darf das. Denn ich bin Cannabis-Patient und habe ein Rezept und muss das machen, damit ich einfach meine Leiden ein bisschen minimieren kann. Trotz all dessen habe ich im Alltag auch hier in Berlin immer wieder Probleme. Und über eins dieser Probleme möchte ich heute mal mit euch reden und euch daran teilhaben lassen, was einem hier passieren kann, obwohl die Bundesregierung ja immer wieder sagt, dass dieses Gesetz so hervorragend ist und alles geregelt ist und die Patienten sich gar keine Sorgen machen müssen. Also erstmal fängt das ja schon an, selbst wenn man schon bei vielen Ärzten war und Dokumentation über seine Erkrankung hat, einen Arzt zu finden, der überhaupt bereit ist, Cannabis zu verschreiben. Das ist schon mal bei vielen die erste Hürde, denn viele Ärzte haben einfach Angst, weil sie mit dem Thema halt noch nicht so in Kontakt gekommen sind. Das kann ich ja natürlich auch verstehen, aber mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich zu bilden. Und naja, nach und nach tut sich da was. Trotzdem ist es immer noch ein großes Problem. Und ein weiteres Problem ist die Thematik mit dem Führerschein. Also ich selbst habe, mein Führerschein sind über 10 Jahren. Ich habe in der Zeit nicht einen Unfall gebaut. Ich wurde nicht einmal geblitzt. Ich fahre immer vorausschauend und gucke, dass ich keine Gefahr für mich oder auch für andere darstelle. Nun hatte ich eine Kontrolle der Polizei, und also nicht mal im Straßenverkehr, sondern ganz normal zu Hause, wo es da ein bisschen Ärger gab, und habe mich dann als Cannabis-Patient ausgewiesen, nachdem sie bei mir was gefunden haben. Und die gute Polizeioberkommissarin war komplett anti und hat die ganze Zeit hier mit dem Kollegen gesagt, so, ja, wir müssen doch irgendwas machen, das kann doch nicht sein, weil ich habe dann angefangen, mir einen zu drehen und vor den zu rauchen, weil ich ja gemerkt habe, oh, ne, das scheint ihr nicht so gut zu gefallen. Und ihr Kollege hat dann gesagt, wir können nichts machen. Und ein paar Monate später erhielt ich dann Post von der Führerscheinstelle, die mich aufgefordert hat, einen Nachweis von meinem verschreibenden Arzt zu erbringen, wo er halt reinschreibt, warum ich Cannabis bekomme und welche Dosierung und bliblablub. Das habe ich dann erbracht und dann hat die Führerscheinstelle mir den Führerschein erstmal weggenommen. Die Bundesregierung hat in dem Gesetz eigentlich reingeschrieben, dass Patienten nach einer Eingewöhnungszeit in Absprache mit ihrem Arzt, wenn er diese 6 Wochen Eingewöhnungsphase von dem Medikament abgewartet hat, kann der Arzt halt sagen, dass man fahren darf. Das hat der Gesetzgeber auch ganz klar so definiert, weil was bringt es einem Schmerzpatienten, der im ländlichen Raum wohnt, wenn er durch Cannabis wieder arbeiten gehen kann und dann kann er aber nicht zur Arbeit fahren, weil für die 40 Kilometer in die nächste Stadt rein eine öffentliche Verbindung irgendwo auf dem Land zu finden. Ich weiß, vielleicht wohnen ja einige von euch auf dem Land und können das nachvollziehen, das ist nicht so einfach. Und wenn man dann nicht fahren kann, dann was bringt einen das, wenn man wieder arbeitsfähig ist, aber nicht dorthin kommt? Gut, es geht weiter damit, dass ich dann mit einer Anwältin zusammen mich bei der Führerscheinstelle gemeldet habe und wir Einspruch gegen das Ganze eingelegt haben und auch gegen die geklagt haben. Daraufhin habe ich ein Vergleichsangebot der Führerscheinstelle bekommen, die gesagt hat, ich kann ein ärztliches Gutachten machen und wenn ich darin nachweise, dass ich fahrtüchtig bin mit einem Reaktionstest und alles, dann
könnte es sein, dass ich ihn wiederbekomme. Dann habe ich das Ganze durchgezogen, habe mir eine Begutachtungsstelle gesucht hier in Berlin und die Kosten dafür musste ich natürlich selber tragen und das hat fast so viel gekostet wie der Führerschein damals, könnt ihr euch vorstellen. Das ist nicht wenig Geld, was ich da aufbringen musste, aber mir war es einfach wert, um die Sache auch endlich mal hinter mir zu haben, denn ständig mit dieser Ungewissheit zu fahren, war eigentlich viel schlimmer als jetzt irgendwie, dass ich das Thema jetzt angegangen bin durch diesen Umstand und das erreicht habe, was ich jetzt erreicht habe. Musste einen Reaktionstest machen, nachdem ich meine Medizin eingenommen habe. Habe dort über dem Durchschnitt abgeschlossen, obwohl ich kurz davor quasi konsumiert habe. Also die wollten mir gar nicht glauben, dass da wirklich was drin war, aber die waren ja dabei, als ich es zubereitet habe. Da waren die erstmal beeindruckt und meinten, das hätten sie jetzt so nicht gedacht. Und dann gab es halt nochmal ein bisschen Untersuchung und meine Unterlagen wurden abgeglichen. Und die kamen zu dem Schluss, dass ich wieder Auto fahren darf. Und ich freue mich auf jeden Fall. Was ich euch mit auf den Weg geben will, wenn ihr Cannabis-Patienten seid, vorhabt das zu werden, ihr könnt das Ganze auch proaktiv machen. Ich weiß, für viele ist das wahrscheinlich erstmal ein ganzer Batzen Geld, aber wenn man quasi proaktiv vorher dieses Gutachten macht, dann kann man sich bei der Führerscheinstelle melden und sagen, passt auf, ich bin Patient, weil ab dem Moment, wo sie euch das erste Mal irgendwie erwischen, wird das Ganze sowieso auf euch zukommen und ihr habt die Möglichkeit, dem so aus dem Weg zu gehen und von Anfang an Rechtssicherheit zu haben. Deswegen checkt das Ganze ab. Ich werde da mit dem Max Plenert, mit dem Cannabisverein, da vorne ist der Patientenbereich, geht da gerne mal vorbei, holt euch da Infos ab. Da werden wir sicherlich in Zukunft auch noch ein bisschen was machen zu der Thematik und dann hoffe ich, dass wir das Thema bald gelöst kriegen und in ein paar Jahren dann auch alle Nicht-Patienten ihr Recht auf Rausch haben und unter gewissen Umständen am Straßenverkehr teilnehmen können. Ich danke euch. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Daniel. Ja, ist schon so ein Problem mit dem Cannabis und dem Führerschein, egal ob man jetzt Patient ist oder nicht, da können sich ja einige eine Geschichte drüber erzählen.